Spiel bist, drücke die X-Taste, um zu starten. Paw Patrol zur Zentrale! Captain Tollpatsch hat gerade angerufen. Er hat versucht, den Leuchtturm zu reparieren, als er das Leuchtfeuer in den Ozean fallen ließ. Ohne das Leuchtfeuer werden die Schiffe in der Bucht nicht wissen, wo sich die Felsen befinden. Paw Patrol, auf zum Einsatz! Zuma kann tief abtauchen, um das Leuchtfeuer zu finden. Dann kann er es Chase bringen. Chase kann seine Saugnäpfe verwenden, um am Leuchtturm hochzuklettern und Captain Tollpatsch das Leuchtfeuer zurückzubringen. Rubble wird seinen Bagger einsetzen, um den Weg für Zuma zu räumen. Zuma wird Chase helfen, über das Wasser zum Leuchtturm zu gelangen. Okay, Paw Patrol, lasst uns den Tag retten. Ich meine die Bucht. Wir müssen das Leuchtfeuer bergen, das Captain Tollpatsch in die Bucht hat fallen lassen, und es ihm wieder nach oben in den Leuchtturm bringen. Hilf Zuma abzutauchen und das Leuchtfeuer zu bergen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiter... Gute Arbeit! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Finde alle möglichen Leckerlis. Mach weiter so. Wir müssen das Leuchtfeuer finden und es Captain Tollpatsch zurückbringen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Achtung, fertig nass werden. Hilf Zuma zu schwimmen.
Pfote. Achte auf Fische und Seegras. Wenn du dort hineinschwimmst, wird Zuma langsamer. Reite auf den Wasserströmungen. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Das ist toll! Gute Arbeit! Die Brücke ist durch diese Felsen versperrt. Rubble kann uns mit seinem Bagger helfen, sie aus dem Weg zu räumen. Wähle, welche Fellfreund-Fähigkeiten... In Ordnung, jetzt können wir weitergehen. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen. Fantastisch! Du hast die Leckerlis gefunden. Du hast Zuma geholfen, das Leuchtfeuer aus der Bucht zu bergen. Jetzt liegt es an Geheimspiel und Chase. Hilf ihm mit seinen Saugnäpfen, den Leuchtturm hochzuklettern und Captain Tollpatsch das Leuchtfeuer zu geben. Superspion Chase! Wir haben schon die Hälfte geschafft! In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Captain Tollpatsch wartet oben auf dem Leuchtturm. Wir müssen ihm das Leuchtfeuer wiederbringen. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Thank you.
Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit! Wir sind fast da! Wir müssen über das Wasser. Zuma kann mit seinem Luftkissenboot helfen. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Versuch es nochmal. In Ordnung, jetzt können wir weitergehen. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Geheimspion Chase kann hier rüber. Er kann eine Seilrutsche aus seinem Spionflugrucksack abfeuern, um über die Kluft zu gelangen. Verwende Geheimspion. Gut gemacht. Du hast Geheimspion Chase geholfen, seine Seilrutsche einzusetzen. Jetzt mach weiter so. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Wir haben es zum Leuchtturm geschafft. Jetzt kann Geheimspion Chase den Leuchtturm hochklettern und Captain Tollpatsch das Leuchtfeuer zurückbringen. Wir müssen auf den Leuchtturm hoch und Captain Tollpatsch das Leuchtfeuer bringen. Geheimspion Chase kann seine Spionsaugnäpfe nutzen, um die Wand hochzuklettern. Hilf Geheimspion. In Ordnung. Geheimspion Chase geht hoch. Hilf ihm, auf den Leuchtturm zu klettern und Captain Tollpatsch das Leuchtfeuer zu bringen. Hilf Geheimspion Chase, mit dem linken Stick die Wand hoch und runter zu klettern. Du kannst die Seiten wechseln, indem du die X-Taste drückst. Du kannst die Seiten wechseln, indem du die X-Taste drückst. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Nun klettere auf den Leuchtturm und bring Captain Tollpatsch das Leuchtfeuer. Du hast die Leckerlis gefunden. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einst gut gemacht. Du kannst die Seiten wechseln, indem du die X-Taste drückst. Du hast alle Leckerlis bei diesem Rettungseinsatz gesammelt. Du hast es geschafft! Das Leuchtfeuer wurde repariert. Jetzt können die Boote in der Bucht wieder sicher sehen, wohin sie fahren. Gut gemacht, Paw Patrol.
so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Platin-Leckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke gefunden. Und ein anderes Bild freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst.